Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem kurzen Video möchte ich euch nur zeigen, wie schnell man bei einem Elektromotor die Kohlen wechseln kann. Ich habe hier hinter mir eine Waschmaschine stehen. Bei dieser Waschmaschine ist die Antriebseinheit ausgefallen oder anders ausgedrückt einfach stehen geblieben. Dazu bauen wir einfach die Antriebseinheit aus dieser Waschmaschine aus und haben dann hier den Elektromotor vor uns. Bei diesem Elektromotor schauen wir am hinteren Teil etwas am Motor entlang und hier sehen wir dann schnell diese Anschlüsse für die Kohlen. Diese ziehen wir einfach ab. Das ist bei beiden Kohlen dasselbe. Ich demonstriere es nur bei einer Kohle. Jetzt können wir die Kohle entnehmen. Dazu biegen wir entweder diese kleinen Metallnasen am Ende auf. Vielleicht geht es auch ohne Aufbiegen. Dann einfach die Kohle vorsichtig herausziehen. Vorsicht, sie ist an einer langen Feder befestigt. Einfach herausziehen und entnehmen. Hier in diesem Fall ist diese Kohle natürlich noch einmal sehr guten Zustand. Das heißt, man sieht, sie ist noch sehr lang und noch haltbar. Jetzt können wir die Kohle einfach wieder einbauen, entweder die neue oder in diesem Fall die alte Kohle. Einfach die Kohle wieder dementsprechend in den Körper einschieben. Vorsichtig die Feder auch einschieben. Achtet bitte darauf, dass ihr die Feder sauber einschiebt und dass sie nicht verklemmt wird. Sie muss sich frei bewegen können. Bringt das Blättchen hinten wieder so auf, dass es unter den Nasen arretiert ist, also eventuell die Nasen zurückbiegen oder das Blättchen dementsprechend verriegeln. Nun könnt ihr den Stromanschluss der Kohle wieder herstellen, indem ihr einfach diesen Steckanschluss wieder anbringt. Und damit haben wir die Kohle an einem Elektromotor gewechselt. Diesen Schritt wiederholt ihr einfach bei der zweiten Kohle auch und somit ist euer Motor danach sofort wieder einsatzbereit und schnurrt wieder wie am ersten Tag. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video einigermaßen weiterhelfen. Ist das der Fall, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wollt ihr mehr meiner Videos schauen, so habe ich euch eine kleine Auswahl hier unten in den Anmerkungen verlinkt. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, schaut doch einfach auf einen meiner Kanäle vorbei oder abonniert diesen Kanal hier. Somit bleibt ihr immer auf den Laufenden, wenn ich neue Videos hochlade. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.